Nudeln schmecken gut und sind im Nu zubereitet. Und weil sie so beliebt bei uns Deutschen sind, kommen sie mindestens einmal pro Woche auf den Tisch. Es gibt sie in vielen Formen und Farben. Dauerbrenner sind Spaghetti, gefolgt von Spiralen und Bandnudeln. Bei über 100 Sorten ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Ganze 7 Kilogramm pro Jahr ist jeder Deutsche im Schnitt. Aber Achtung, in puncto Zubereitung kursieren zahlreiche Mythen. Mythos 1: Wasser kocht ohne Salz schneller. Stimmt, merkt man aber kaum. Salzwasser hat einen höheren Siedepunkt als ungesalzenes Wasser, denn es kocht erst bei 101 bis 102 Grad Celsius. Man hat aber nur einen winzigen energetischen Vorteil, wenn man das Wasser nicht gleich zu Beginn salzt. Der zeitliche Unterschied beim Garen der Nudeln ist minimal. Fazit: Wann das Salz ins Wasser kommt, ist eigentlich egal. Hauptsache, man vergisst es nicht. Mythos Nummer 2: Öl ins Nudelwasser. Stimmt nicht, denn Öl hat eine geringere Dichte als Wasser. Es ist leichter und schwimmt auf der Wasseroberfläche. So kommt es kaum in Berührung mit den Nudeln. Beim Abgießen fließt das meiste Öl dann den Abfluss hinunter. Die reine Verschwendung. Damit die Nudeln nicht am Topfboden oder aneinander kleben, einfach gelegentlich umrühren. Sind die Nudeln fertig, einen Schuss Öl untermischen. So werden sie gleichmäßig mit einem Ölfilm bedeckt und kleben nicht. Mythos Nummer 3: Nudel kochen ohne Deckel. Stimmt nicht. Bis das Wasser kocht, heißt es Deckel drauf. So geht weniger Energie verloren. Jetzt die Nudeln ins Wasser und den Deckel rasch wieder aufsetzen. Das Wasser kocht so schneller wieder hoch. Ob mit versetztem oder ganz ohne Deckel spielt für Geschmack und Konsistenz keine Rolle. Bei geschlossenem Topf spart man aber Energie. Mythos Nummer 4: Nudeln muss man abschrecken. Ganz falsch. Viele schrecken Nudeln mit kaltem Wasser ab, damit sie nicht weiter garen. Doch der Effekt ist minimal. Ergebnis: kalte Nudeln. Außerdem wird dabei die klebende Stärke abgespült. Die Soße haftet schlechter an den Nudeln. Richtig? Einfach abgießen und abtropfen lassen. Ausnahme: hat man die Pasta versalzen, kurz unter heißem Wasser abspülen. So wird der obere Salzfilm weggeschwemmt und die Nudeln sind gerettet. Mythos Nummer 5: Nudeln müssen al dente sein. Also, das ist Geschmackssache. Zunächst heißt al dente außen weich, innen bissfest. Wie lange Nudeln dafür kochen müssen, hängt von Art und Dicke ab. Auf allen Packungen steht auch die Kochzeit. Danach müssen Pasta eigentlich bissfest sein. Bei diesen Nudeln sind es 11 Minuten. Wir geben unseren Spaghetti 3 Kochzeiten: 7, circa 9 und 11 Minuten lang. Nach 7 Minuten sind die Spaghetti noch viel zu roh. Bei 8 bis 10 Minuten sind sie zumindest schon weich genug für den Bisstest. Wir sind dem al dente Ergebnis schon nahe. 11 Minuten. Die Spaghetti sind weich mit bissfestem Kern. Al dente. Die Packungsanweisung war also richtig. Wem die Stoppuhr zu lästig ist, ein Wurf gegen Kachelwand oder Teller tut es auch. Bleiben sie kleben, sind die Nudeln soweit. Uns Deutschen ist die al dente Nudel noch zu hart. So schlagen wir gerne mal 2 bis 3 Minuten auf die Packungsangabe drauf. Tatsächlich essen auch nicht alle Italiener ihre Nudeln al dente. Besonders wer frische Nudeln liebt, muss auf den bissfesten Kern verzichten. Anders als Industrienudeln werden selbstgemachte Nudeln nie ganz durchgetrocknet. Dass Nudeln al dente sein müssen, ist also ein Mythos der Trockennudelzeit. Mythos Nummer 6: Nudeln machen glücklich. Das stimmt. Nudeln enthalten viele mehrfache Kohlehydrate. Sie werden nur langsam abgebaut. Deshalb liefern Nudeln über längere Zeit Energie. Außerdem bilden sich bei der Verdauung von Nudeln große Mengen der Aminosäure Tryptophan. Über das Blut wandern sie dann ins Gehirn, wo sie in das Glückshormon Serotonin umgewandelt werden. Wir fühlen uns glücklich. Mythos Nummer 7: Marco Polo brachte die Pasta zu uns. Da streiten sich die Geister. Manche behaupten, Marco Polo soll Ende des 13. Jahrhunderts auf seiner Asienreise die Zubereitung der Teigwaren in China kennengelernt und das Wissen nach Italien gebracht haben. Dieser Mythos hält sich hartnäckig, denn Archäologen fanden im Jahre 2005 bei Ausgrabungen im Westen Chinas eine Tonschale mit ca. 4000 Jahre alten Nudeln.
Tatsächlich wurde die Nudel also in China erfunden. Und bis heute sind Nudeln ein fester Bestandteil der chinesischen Esskultur. Doch Marco Polo war nicht der Erste, der die Nudeln nach Europa brachte. Etruskische Wandgemälde aus der Zeit um 400 vor Christus und Nudelrezepte aus der römischen Antike beweisen, schon lange vor Marco Polo aßen die Italiener Nudeln. Zuletzt noch ein paar Regeln, mit denen sie beim Italiener auch garantiert eine gute Figur machen. Die Serviette nicht in den Kragen stecken. Lätzchen sind etwas für Kleinkinder, sie gehört auf den Schoß. Nudeln nicht im Löffel aufrollen. Das ist ein Relikt aus den 50er Jahren, als der deutsche Tourist mit Spaghetti überfordert war. Und nie mit dem Löffel in den Mund schieben. Außerdem schneiden und schlürfen sind tabu. Richtig. Nur wenige Nudeln mit der Gabel zusammenrollen. So vermeidet man Soßenspritzer und isst seine Pasta italienisch korrekt.